Das Hansa-Gymnasium in Köln. Reggae-Musiker Gentleman ist zurück in seiner alten Schule. Hier wird er heute eine Spießervertretungsstunde halten. Doch davor trifft er erst alte Bekannte und erinnert sich an alte Zeiten. Das war der Grund für meine zweite Klassenkonferenz. Also ich bin da nicht stolz drauf oder so, aber ich sehe das gerade und mit den Mädchen auf dem Mädchenklo geraucht. Das hat wohl das Fass zum Überlaufen gebracht. Ja. Und wie ist das Gefühl, zurück in der alten Schule zu sein? Sehr positiv. Ich bin ja nicht mehr hier. Aber ich habe wirklich eine gute Zeit hier gehabt. Also ich glaube, Schulzeit ist für jeden immer phasenweise schwer. So, aber ich habe hier einfach auch viel gelernt im sozialen Bereich. Ich habe hier viele Leute kennengelernt, habe gelernt, wie man mit anderen Menschen umgeht. So, ich glaube, das ist ja auch, was man in der Schule lernt, neben dem Schulstoff, wenn man ihn dann lernt. Bist du ein bisschen aufgeregt schon? Oder ich bin auf jeden Fall aufgeregt. Ja. Also schön aufgeregt. Mehr als vor dem Konzert. Weil irgendwie, ja, also ein Lehrer, der eine neue Klasse kriegt, der ist auf jeden Fall aufgeregt. Kannst du mir sagen, was du willst? Na dann los. Dann sag mal Hallo oder sowas. Nee, ich freue mich echt hier zu sein. Ich bin halt gefragt worden, irgendwie die Stunde mit euch zu machen. So. Und habe da tierisch Bock drauf. Ich habe mir Religion ausgewählt als Fach, so, weil ich glaube, ich hätte auch Musik nehmen können. Aber Religion ist eben das Fach, sage ich mal, was ein sehr breites Spektrum hat. So. Ja, wo einfach Musik auch immer wieder drin vorkommt. Und Musik ja auch was Spirituelles ist. So. Deswegen würde ich nachher gerne mit euch über Musik reden. So. Aber ich glaube, ihr habt irgendwie auch selber mir was zu erzählen oder euch was zu erzählen. Ich glaube, ihr habt Referate vorbereitet. So. Zuerst ist Gentleman also Zuhörer. Die Schüler aus der 8. Klasse des Hansa-Gymnasiums präsentieren 3 Kurzreferate zum Thema Religion. Und Gentleman ist ganz Ohr. Gibt's noch ein Referat oder was? Ja, okay. Ich persönlich bin auch nicht gern in die Kirche gegangen. Ich bin zwar in der Kirche gewesen irgendwie, aber ich glaube eben auch an Gott. Und ich glaube auch, was du gerade sagst, ist, dass es irgendwie eine Kraft gibt, die irgendwie alles zusammenhält. So. Vielleicht ist das einfach nur ein Spirit oder eine Energie. Ich glaube auch nicht an den Typen mit dem langen Bart. So. Ja, aber vielleicht gibt es einfach eine Kraft, die irgendwie alles zusammenhält. So. Irgendwie anscheinend ist die ganze Welt so sensibel, aber irgendwie kriegen wir es doch auf die Reihe, noch zu existieren. Ne? So, und das finde ich einfach, da muss es irgendwie eine höhere Kraft geben oder eine höhere Instanz, die dafür sorgt, dass wir irgendwie trotzdem noch miteinander lachen können, trotz der ganzen Scheiße, die auch in der Welt abgeht und so. Ja? Ansonsten hat es mir sehr Spaß gemacht mit euch. So. Ich hoffe, ihr konntet auch was davon mitnehmen irgendwie. Und jetzt geht's ab hier. Ja? Jetzt habt ihr große Pause, oder was? Zum Schluss gibt es Applaus für den neuen Lehrer. Und in der großen Pause den Riesenansturm. Schließlich ist Gentleman nicht alle Tage in der Schule. Und wie fanden die Schüler den Unterricht? Also ich finde den Herrn Gentleman sehr nett. Also es hat mir sehr gefallen mit dem hier heute. Und ja, wäre cool, wenn das noch irgendwann mal wieder gemacht wird. Also der Unterricht war gut. Ich fand auch gut, dass Gentleman sich so geäußert hat zu dem allen, was wir gesagt haben und das, was seine Musikrichtung so ist. Ich fand es sehr aufschlussreich zu hören, was er so von Religion und Musik hält. Und war super. Und könnte sich Gentleman eine Karriere als Lehrer vorstellen? Es war sehr gut. Also ich glaube, mein zweites Standbein wird Lehrer sein. Ich mache jetzt mein Abi nach und studiere dann und werde Lehrer. Ich könnte mir das vorstellen, nochmal zu machen, möchte aber nicht mit Lehrern tauschen. Also ich bin dann doch lieber irgendwie auf der Bühne und mache Musik. Dann bleibt es wohl doch so, wie es war. Mit einer Erfahrung reicher geht die Vertretungsstunde für Gentleman zu Ende. Now in a pretty young era time.